Willkommen bei Swiss Trader zum DAX-Ausblick für die Woche ab 14.05.18. Wir schauen hier den 4-Stunden-Chart an und sehen, dass der DAX hier die 13.000 schon überschritten hat, in mehreren Versuchen aber immer abgelehnt wurde. Der DAX ist aktuell auf etwa 12.975 und dürfte allenfalls die nächste Woche wieder ansteigen. Wir sehen hier die Lunden dabei etwa 12.925. Diese Lunden, man könnte diese als Stop-Loss nehmen, vielleicht der Stop-Loss darunter, hier wie in diesem Szenario 12.916, wenn der Kurs am Montag vielleicht noch einen Rücksetzer macht. Und da hatten wir ja schon den Docht bis 13.050. Also am Montag, vielleicht schon am Montagmorgen, könnten wir durchaus erwarten, dass der Kurs die 13.000 wieder überschreitet und bis 13.050 geht. Warum ist aber der DAX da wieder von den 0,50 wieder unter die 13.000 gefallen? Und das ist wahrscheinlich dem Euro-Dollar zu schulden. Der hat sich hier wieder erholt. Und steigender Dollar heißt, der DAX in Dollar wird teurer und weniger attraktiv. Und gehen wir da nochmals zurück. Am Montag wurde hier diese Opening Range, also der Kurs von 8 bis 9, wieder verlassen. Schauen wir hier den 5 Minuten und 15 Minuten Chart an. Hier den 15 Minuten Chart. Wir sehen hier, dass der Kurs am nächsten Freitag durchwegs im Wesentlichen unter dem VWAP-Indikator stehen blieb. Also hier nochmals eine Konsolidierung, eben genau wegen des steigenden Euro-Dollars. Je nachdem, wie sich der Euro-Dollar verhält, dürfte es durchaus sein, dass sich der Kurs hier wieder nach oben bewegt und im Sinne eines Doppeltops wieder die 13.050 ansteuert. Es ist aber durchaus noch viel mehr drin, wenn wir da im 4-Stunden-Chart schauen. Ich mache da mal den Stunden-Chart. Ja, nehmen wir an, wir setzen das 0 hier bei 12.925 ungefähr, dann wäre da noch eine 127 Extension da bis 13.083 und bis 13.127. Es könnte noch höher gehen, es könnte auch bis 13.200 gehen. Das Jahresmaximum ist ja, oder das Maximum, ich weiß nicht, ob das schon dieses Jahr war, ja doch, glaube ich, war ja bei 13.600. Wenn wir hier einen Tag nehmen, also der Kurs, der war auch schon bis hier oben. Das glaube ich aber nicht, dass das einfach gerade am Montag abgespult wird, sondern wir haben hier sicher die Zwischenstationen. Vielleicht diese Zwischenstationen. Aber 13.200 wäre durchaus, vielleicht nicht am Morgen, aber am Nachmittag würde das drin liegen. Und gehen wir hier nochmals auf den Stundenchart.
Also die Prognose für die Woche könnte natürlich bis vielleicht 13.200 sein. Aber am Montag diese 13.050, die würden wahrscheinlich wieder rasch eingeholt werden. Ich habe keine keine Short-Szenarien, weil ich einfach denke, beim sehr starken Dow Jones, beim sehr starken Dow Jones, dass es da durchaus noch ein bisschen weiter nach oben gehen kann. Gut, dann bis später bei Swiss Trader.